Danke, danke. Dirk, guten Morgen. Wie geht's dir da drin? Ja, ich bin ja seit gestern Abend hier im Tank. Man hat mich hier gestern reingesteckt. Ich bin sozusagen gleich mit dem Tank angeliefert worden, was sehr schön war. Temperatur ist auch angenehm. Ich glaube, so 25 Grad Wassertemperatur. Aber Petros, sag mal, als der verantwortliche Projektleiter für die Boote, nach den Jahren Pause, die weltgrößte Messe, hast du in der vergangenen Nacht überhaupt ein Auge zugemacht oder warst du so aufgeregt, dass gar nichts ging? Na, natürlich bin ich aufgeregt, aber ich freue mich in erster Linie, Dirk, dass wir nach 3 Jahren wieder die Boot eröffnen dürfen und dass die Boot unter normalen Umständen wieder stattfinden kann. Das ist schon eine ganz große Sache und natürlich steigt die Aufregung. Aber ich war gestern so müde, um 3:30 Uhr morgens nach meinem Rundgang, den ich traditionell mache, die meisten wissen das, dass ich gut geschlafen habe und fit bin für 9 Tage Boot Düsseldorf. Ist ja auch mal ein schönes Bild, meine Damen und Herren, dass man sich den Petros noch mal vorstellt, wie er nachts ganz alleine durch diese Hallen geht im Dunkeln und noch mal checkt, ob wirklich alles in Ordnung ist am Tag vor der Eröffnung. Sag mal, dieser Tauchturm, also ich bin ja jetzt total begeistert und ich möchte noch mal ein bisschen erinnern, das ist ja nun wirklich nicht der erste, ich habe ja schon in dem letzten auch schon gesessen. Das war damals, ich glaube Ende der 70er Jahre, eine Riesenweltsensation, als wir den eingeführt haben. Was ist jetzt das Spezielle an diesem? Das Spezielle an diesem Tauchturm ist, dass er eigentlich demontierbar ist. Wir wollten einen Tauchturm, der groß ist, der rundum Einsicht bietet, der mit der Technik, wir haben Kameras eingebaut, so sieht man dich sauber innen, und der mit dieser Technologie natürlich den perfekten Einblick in das Tauchen gibt. Wir haben ja verschiedene Taucharten und Tauchmöglichkeiten. Und wenn man sich die Unterwasserwelt vorstellt, die ja noch vielfältiger ist als die Oberwasserwelt, dann kann man sich vorstellen, dass es genauso wie beim Bergwandern anderes Werkzeug braucht, wie beim SUP zum Beispiel. Dann weiß man, wie wichtig die Ausrüstung ist beim Tauchen. Und das kann man hier zeigen, auch die Arten des Tauchens. Apnoe-Tauchen zum Beispiel ist auch etwas, was hier gezeigt werden wird. Oder das technische Tauchen. Das sind Dinge, die wir hier jetzt im Tauchturm viel besser darstellen können. Und durch das tolle Bühnenprogramm, das wir haben, glaube ich, dass wir die internationale Tauch-Community mehr als begeistern werden. Aber das ist ja nur eine von den vielen Attraktionen. Was kann ich denn noch alles so als Besucher oder als Besucherin wirklich händisch ausprobieren hier auf der Boot? Naja, wir fangen bei der Halle 17 an. Was mich persönlich sehr begeistert hat, ist der neue Pool, 60 Meter lang, 20 Meter breit, der in einer Art und Weise gebaut wurde, der Wiederverwertbarkeit, der kompletten Wiederverwertbarkeit der Materialien, was für uns sehr wichtig ist. Da sind 132 Steinblöcke a 1,5 Tonnen verbaut worden, um das Wasser, den Wasserdruck standzuhalten. Da kann man natürlich dann auch mal Stand-Up-Paddeln ausprobieren als Einsteiger. Wir haben einen Simulator für Wingfoilen und Wingsurfen, was der neue Trend ist in den Surfsportarten. Dann geht es natürlich weiter mit Love Your Ocean in Halle 14, Mitmachaktionen. Die Familien können dort sehen, wie sie aktiv am Klimaschutz beteiligt werden können. Dann haben wir unser Classic Center. Also ich kann jetzt durch alle Hallen gehen. Dirk, was wir wieder hingestellt haben, und danke an alle Beteiligten, ans Team, an die Kollegen, an die Mitarbeiter, an die Aussteller. Das ist einfach wieder fantastisch. Man sieht, Petros ist total begeistert. Ich sehe, dass du eine Uhr machst. Ich habe keine. Meine Damen und Herren, um genau 9.59 Uhr muss Petros nämlich eine offizielle Durchsage machen, damit wir um 10 Uhr exakt eröffnet. Und wie spät ist es? Wir haben noch 3 Minuten. Ne? Und, 3 Minuten. Leute hier, dann kann ich eine Frage, ich bin ja seit vielen Jahren selber immer Besucher auf der Boot. Also ich schleiche hier meistens anonym rum. Heute darf ich mal ein bisschen mitreden. Ihr habt immer einen großen Star-Auftrieb. Wir haben jetzt hier viele Menschen aus der Politik schon bei der Eröffnung gehabt, aber wenn man mal zurückblickt in die Geschichte der Boot, Hans und Lotte Hass, die großen Vorbilder der Unterwasserfilmerei, Jacques Cousteau war hier, also name it, all die Großen. Was für ein Bühnenprogramm habt ihr denn dieses Mal vorbereitet? Was sind die Big Names? Ja, in diesem Jahr haben wir auch einige Big Names in der Form, dass wir ja immer möchten, dass sie auch als Beispiele für die Gesellschaft dienen und natürlich auch mit ihrem Wissen und mit ihrer Vorbildfunktion natürlich auch Standards setzen. Und von denen werden wir auch einige da haben. Ich werde sie jetzt nicht aufzählen, weil ich glaube, es wird knapp. Aber das ist nicht nur am Tauchturm der Fall, sondern das wird auch in der Halle 17 zum Beispiel sein. Und wir werden auch viele Angebote haben
von groß bis klein, um die Liebe zum Wassersport neu zu entdecken oder auszubauen. Und das ist das Fantastische an der Boot Düsseldorf. Petrus, du bist der Zeremonienmeister. Du musst auf die Uhr schauen, dass wir genau pünktlich um 9.59 Uhr loslegen. 1:45 haben wir noch. 1:45. Darf ich mir vorstellen, also wir haben ja eine Woche Boot ungefähr insgesamt. Schleichst du, wenn ich die Überwachung... Wenn ich die Überwachungskameras checken würde, würdest du heute Nacht um 3 wieder durch die Hallen gehen? Kann ich mir das auf den Tapes anschauen? Nein, das werde ich sicher nicht tun. Da hoffe ich, dass ich schon im Bett bin, weil es ist natürlich ein anstrengendes Programm, aber es ist ein sehr schönes Programm. Natürlich sind wir alle ein bisschen voll Adrenalin und das Programm ist heftig, aber es ist so toll, weil wir alle Emotionen... Jetzt geht es los, meine Damen und Herren. We will start Port Düsseldorf 2023 with a very loud signal. After my countdown, and only after it, members of your staff will sound the horn of every boat on your inside or outside the halls for about 10 seconds. So please get ready now for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Port Düsseldorf is open! Dankeschön. Dirk, vielen, vielen Dank. Ja, und nächstes Mal sind wir vielleicht zusammen im Tauchturm. Alles klar. Das Wort, da nehme ich dich beim Wort. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf der Messe. Dankeschön.